Ja, und damit willkommen zurück zu Part 6 von Call of Duty Modern Warfare 2. Wir sind hier im Weißen Haus, ich weiß immer noch nicht wieso, aber das spielt auch keine Rolle. Denn ich denke mal, das Spiel ist relativ selbsterklärend. Renne, töte, finde und, oder beziehungsweise, wie war der Spruch aus Expendable 2? Finden, ne, oder suchen, finden, töten, genau, oder irgendwie so. Ich glaube, das ist die Missionsaufgabe dieser Mission. Verstanden, Overlord. Rücken den vierten Stock vor. Ende. Aber so wie es aussieht, sollen wahrscheinlich den Präsidenten oder irgendwas finden, weil das sieht hier sehr nach Weißes Haus und Washington aus. Alter! Ich bin hier schon wieder tot, ey. Krass. Die schießen durch die Wände, ey. What the heck? Muss man hier irgendwie C4-Ladung. Ach, eine reicht, okay. Und tschüss. Runter, Jungs, Granate. Flashbang. Und go, go, go. Ah, das war sehr pro, Jungs, oder? Habt ihr gesehen? Das war doch richtig klasse. Oh, sorry. Oh. Okay. Overlord, wir sind im vierten Stock. Rücken zur südwestlichen Ecke vor. Verstanden, 2-1. Achtung, Feinde voraus, Jungs. Auf die Sektoren achten. Überprüfen Sie diese Ecken. Einzelnen Schuss macht auch Laune. Ist auch ganz cool, muss man sagen. An alle Hunter-Einheiten. Ich sehe das feindliche Krähennest in der Südwestecke. Krähennest? Bereithalten zum Angriff. Alter, sind das viele, Alter. Ich hab grad ein bisschen überschätzt. Wow, Alter. Ja, das war's, Jungs. Javelin. Alles klar. Die Evakuierungszone beim Washington Monument meldet mehrere gestartete Transporter. Aber sie sind immer noch in Gefahr. Können Sie von Ihrer Position helfen? Over. Verstanden. Wir sitzen hier auf einem Munitionslager des Feindes. F und das Scharfschützengewehr. Achso, ich soll gar nicht Javelin nutzen. Ich soll das Scharfschützengewehr benutzen. An alle auf dieser Frequenz. Hier ist die Washington Monument Evakuierungszone. Halten die Position, haben Feinde im Westen gesichtet und werden von dort beschossen. Hunter 2-1, feindliche Boote. Voll die Javelin Freaks, die haben jetzt alle weg. Ganz ruhig. Feinde im Randbereich, Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Junge, was schießt da auf mich? Ach du Scheiße, Jungs, könnt ihr mir nicht Deckung geben? Schade, erwartet, dass das alles hier funktioniert. Wäre ich fast gestorben, ne? Alter, von hinten. Verteidigen soll ich, soll auch gar nicht mehr schießen, okay. Sollten nur wahrscheinlich die paar Leute killen, das war's. Ziel erfüllt. Sehr gut. Ich sehe sehr viele Feinde, die sich ihrer Position nähern. Negativ, negativ. Feindliche Panzer und Helikopter unten von Süden und Südwesten zur Evakuierung. Ziel gespeichert, sehr gut. Lesen wir immer gerne. Nehmen Sie diese Waffen und schalten Sie die Feinde. Okay, jetzt nochmal die Javelin nehmen. Dann machen wir das nochmal. Welche Fahrzeuge? Ah, okay. Und tschüss, Nummer 1. Und tschüss, Nummer 2. Und tschüss, Nummer 3. Aber noch einen. Oh, da sind rechts noch ganz viele. Alter, wow, 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 Alter Schwede. Alter, ja, krass. Muss ich mal in Deckung gehen hier. Ich wusste nicht, dass die auch, dass die auch auf uns schießen. Sauber, die haben wir auch.
Den holen wir uns. Vielleicht, wir brauchen noch was. Ah, das war's. Okay, wir brauchen keine mehr. Okay. Los, Jungs. Ah, nice. Krieg ich mal zwei Türen ein. Machen wir hier hoch. Fein. Oh, wow, wow, wow. Ich bin irgendwie. Ich hab echt, glaube ich, nachher irgendwie mehr Teamkollegen auf dem Gewissen als Feinde. Aber teilweise, man rennt die Treppe hoch, man rechnet damit 100%, dass definitiv Feinde da stehen. Auf einmal stehen Freunde da. Was mir echt nicht geil ist. Wow, Alter, feindlicher Hubschrauber. Hoch damit hier. Wer jetzt wieder? Wieso sind hier Kollegen von uns auf dem Dach? Also ernsthaft. Warum kommen nicht runter und helfen uns? Okay, wir müssen hier weg. Alles klar, ab ins MG. Da lieber 50. Ach du Scheiße. Dann machen wir mal Luftunterstützung, Jungs. Dann schauen wir mal. Alter Schwede, die hauen, unsere Vögel fliegen ja, fliegen hier die Vögel, wie sagt man nochmal, keine Ahnung. Das sind unsere Kollegen hier, ja, die schießen auf uns, also sind Feinde. Ja, das macht Laune, Jungs, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon geil hier. Einfach alles niedermähen. Alter Schwede. Oh, Jungs, wir sind getroffen. Vorsicht. Weiß nicht, wie lange, ne? Alter Schwede, was hier abgeht, ey. Davor wie im Dritten Weltkrieg. Ach du Scheiße, wir sind getroffen, Jungs. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Blackhawk ist abgestürzt. Achtung, Blackhawk down. Okay, krass. Oh Mann, das war ja was. Müssen wir uns den Weg wahrscheinlich freischießen. Ach du Scheiße, Mann, Jungs. Hier geht's voll Party. Ah, das sieht echt schwer verletzt aus. Voll die Verbrennung, da haben die Handschuhe auch nicht so viel gebracht. Gib mir eine Waffe, Mann. Pass auf. Ach du Scheiße! Ja, wahrscheinlich nicht viel Munition. Wenig Munition, sagt er mir direkt. Scheiße. Ich brauch Munition, ich brauch Munition. Gib mir ein Magazin. Holy! Gib her! Gib her das Teil. Machen wir doch. Echt so viele. Scheiße, Mann, Jungs, ich habe gleich keine Munition mehr. Verdammt, ich habe keine Muni mehr. Sekundärwaffe haben wir auch nicht. Müssen hier raus, Jungs. Scheiße, fällt der Hubschrauber. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, Mann, das wird ja wieder was, ne? Task Force, One for One, Sergeant Gary Roach, Sanderson. Tracking Sergeant Gary Roach, Sanderson, Task Force. Petra Paulowsk. Petra Paulowsk. Genau, ich kann mich mal ausspricht. Aus der Hölle, Captain. Vom Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu Verstand, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lange im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus.
Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... 16 Megatonnen nukleares Material. Ach du Scheiße. Verloren. Tja, hat er einfach abgewürgt. Ja, unser Price. Notfall. Tag 5, 11.22 Uhr. Sergeant Gary Roach Henderson, Sonderkommando 141, 14 Meilen südsüdöstlich von Paul Petrovska, oder wie das heißt. Petrovska Paul. Die Mission, muss ich ehrlich sagen, habe ich damals geliebt, als ich das Spiel vor, ich weiß nicht mehr, 4 Jahren oder so das letzte Mal gespielt habe. Weil ich diese typischen Schleichmissionen einfach gerne habe. Roach, mir folgen und außer Sicht bleiben. Alles klar. Kontakt, Feindpatrouille, 30 Meter voraus. Okay. 5 Einheiten, automatische Waffen, Splittergranaten, ein Schäferhund. Hunde. Ich hasse Hunde. Ich hasse diese auch Hunde. Diese russischen Hunde sind nur Miezekatzen im Vergleich zu denen in Pripyat. Ah, das ist schön, wahr. Dass sie wieder da sind, alter Mann. Gerne. Wir folgen ihnen leise und schalten alle Nachzügler aus. Alles klar, Price. Geduld. Bloß nichts Dummes tun. Würde ich nie tun. Müssen sie gleichzeitig ausschalten. Okay. Konvoi nähert sich, außer sich gehen. Okay. Passieren lassen. Konvoi ist weg. Price. Was jetzt? Zwei von ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Okay, welchen? Welchen soll ich denn nehmen? Soll ich aber schießen jetzt was? Okay, ich nehme den linken. Gute Arbeit, Price. Gut. Aber mir gefallen diese Schleichmissionen einfach. Ich finde die irgendwie cool. Alle auf einmal ausschalten. Okay. Übernehmen Sie den links und seinen Hund. Okay. Bereit, Price. Achtung, auf die Plätze. Fertig. Los. Gute Arbeit. Ich habe fast keine Luft mehr gehabt, gerade für den letzten Mann. Das hat man gemerkt, weil er einen Fehlschuss hatte. 3,5 Meter bis... naja, was auch immer. Ich hasse Brücken. Wird immer so leicht gesehen, ne? Hätte man auch einfach jetzt wäre ich hier der, hätte ich hier das sagen, wäre ich unten durchs Flussbett gegangen, glaube ich. Mit der Gefahr, ins Eis einzubrechen, aber nicht über so eine offene Piste rennen, weil man weiß nie, da kommt ein Auto oder irgendeine Truppe oder Hubschrauber oder so und dann war es das. Ich hätte hier viel zu offen rum, man hätte noch schön hier hochgehen können an der Seite. So, wir hatten falsche Informationen, die Russen haben mobile Raketenstellung. Roger. Haben Sie ein Transportmittel gefunden? Ich bin dran, Ende. Da kommt was. Ach du Scheiße, ja genau das meine ich. Genau davor hatte ich Angst, wenn wir mitten auf der Straße stehen, Alter. Alter Schwede, Mann. Wow, alter Schwede. Ja, Alter, ich kann nicht so schnell rennen. Irgendwie ist mein Typ erschöpft. Ihre Fahrzeuge können uns nicht so weit folgen. Oh, das ist schon richtig. Passieren lassen. Okay. Anscheinend suchen sie uns. Oh, hoffentlich finden sie uns nicht. Oh, die sind verdammt nah, ey. Wer sind denn das? Okay, nee, mit denen legen wir uns lieber nicht an. Ja, doch einige. Eine schöne Sniper-Mission mit Price, das ist doch das Beste überhaupt. Besser kann es auch gar nicht sein. Okay, Deckung. Spiel gespeichert. Drei Mann Patrouille direkt voraus. Ja, ich sehe es. Ausschalten oder nicht, Ihre Entscheidung. Wo ich ausschalten? Like this? Gut gemacht. Dankeschön. Jahrelange Ego-Shooter-Erfahrung. Ach du Scheiße, rechts haben wir was. Price? Price, 3 Uhr ist was. Vorsichtig. Okay, ignorieren wir die, auch gut.
Scheiße. Patrouille auf 12 Uhr. Na, ich seh's. Schallgedämpfte Waffe verwenden, wir müssen sie gleichzeitig. Nee, erledigen. Weißt du, ich dachte, ich werfe eine Granate. Nehmen Sie die zwei rechts. Okay. Ich hätte den Hund zuerst ausgeschaltet. Aber wenn der losrennt, ey. Menschen checken sowas später. Okay. Ausschalten oder vorbeischleichen. Ihre Entscheidung. Ja, hier wird nichts vorbeigeschlichen. Hier wird alles weggeknipst. Also sind ja schon einige. Na komm, hauen wir die vorderen weg. Hab einen. Ja, hilft doch ganz gut. Vielleicht teile ich meine AK mit, man weiß ja nie. Kalt, ey. Scheiß Winter. Ich bin froh sein, dass bei uns in Deutschland noch kein Schnee liegt. Ich bin echt kein Winterfreund. So, im Spiel ist ja noch ganz lustig, aber ich weiß nicht. Ich meine, wie seht ihr das? Ich kenne auch ein paar Freunde, die Winter total toll finden und Schnee und alles. Ich meine, das sieht zwar alles toll, schön und toll aus, wenn es dann mal schneit, aber in der Regel ist es doch eher Matsch und man wird krank und ach, alles Mögliche. Schreibt mir einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, ob ihr Winter toll findet oder ob Winter für euch auch der letzte Kack ist. Oh, ich glaube, wir hätten schießen müssen. Was ist gerade passiert? Ist eine mobile Raketenstellung im Dorf. Sie hat unsere Predator abgeschossen. Vielleicht sollte das auch so sein. Wir brauchen noch eine Predator. Los geht's, Roach. Yeah! Es macht Spaß, sowas liebe ich doch. Woohoo! Yeah, Alter. Wow, krass, Alter. Nochmal, ich will nochmal. Erst nochmal. Och, du Scheiße, komm, Feinde. Okay. Oh, das ist doch eher mein Baby hier. Oh, sind unsere Leute, alles gut? Ja, ja, ich weiß, ich war schon Bescheid, hab schon gemerkt. Was ist ein Herzschlagsensor? Er lebt noch. Lade nach. Ich mag gern, wer da schießt. Was schießt denn da? Ach du Scheiße, die schießen, das weiß ich, aber da schießt man was von links. Oh, sorry, so. Sorry, Ghost. Reicht's mir? Vielleicht stecken sie sich hinterm Hügel da hinten, ne? Muss nachladen, Jungs. Alles klar, go. Habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen. Vorteil von einem 16:9 Monitor. Den Vorteil hatte ich vorher leider nicht. Alter, könnt ihr mal den Rücken decken, Jungs, wenn ihr schon was zu tun habt? Alter, wie viel kommen denn da? Krass, muss man nachladen. Alter, ja, sicherlich, Alter, krass. Alter, ja, komm mal auf dein Leben klar. Alter, was zum Teufel? Meine Kollegen decken mich auch kein bisschen, ey. Ich hab mal nach gerade. Alter, jetzt reicht es mir mit dir. Verreck doch, ey. Krass nochmal. Überall Feinde, Alter. Ja, na sicherlich. Da, wo du jetzt herkommst. Bin jetzt tot? Dankeschön. Alter, was? Von wo denn jetzt? Alter, stirbst du vielleicht mal? Verdammt ungenau, aber verdammt viel Munition. Was halt vielleicht echt ein Vorteil ist, wenn man nicht so häufig nachladen muss. Andererseits ist aber auch den scheiß Nachteil, dass man extrem viel Munition für einen Spieler verschleudert. War jetzt vielleicht eine AUG noch was besser. Ja, klar.
Wow! Alter, schon wieder der Typ da oben, Alter. Nein, ich werde jetzt nicht nochmal sterben. Gott, verdammt nochmal. Also nochmal, jetzt nehmen wir es mal direkt hier, dieser komische Auge, wenn man hier ist. Wo ist denn die? Ah, 94, Alter, ja, sicherlich, verreckt doch, Alter. Ja, nein, 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 nein. Ich wollte nicht sterben. Die Typen da hinten gehen mir extrem auf den Sack. Ich hole mir die jetzt. Jetzt reicht's mir. Da sind noch mehr Wetten. Ja, ein Zeit kommen da welche, ey. Das geht mir echt auf den Sack. Oh, keiner mehr da oder was? Sag ich jetzt alle tot? Du hast mich auch vorhin die ganze Zeit genervt, ey. Sauber, jetzt sind alle tot. Jetzt können wir los, Jungs. Mein Gott, ey. Jedes Mal derselbe Kack. Ruhig hier, Alter. Zu ruhig. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Wir sind mit Ghost und dem übrigen Team zusammengetroffen. Roger, die zweite Predator-Drohne ist fast bereit. Sie muss treffen. Diese Dinger wachsen nicht auf Bäumen. Okay. Da ist das U-Boot. Unter dem Kran. Roach, Verteidigungslinie mit der Predator angreifen. Predator. Auf die blinkenden Signale achten. Das sind wir. Oh, Predator. Schöne Sache. Und tschüss. Eine Heli am besten weg. Das hat sie alarmiert. Dann haben wir noch mehr davon? Die ganze Basis ist im Alarmzustand. Beeilung. Nur noch ein paar Minuten. Hauptsache, der Heli ist weg. Ja, das U-Boot taucht bestimmt nicht ab heute. Das werden wir verhindern. Nein, wir sind hier Nummer Sonderkommando 141. Sonst wird man nicht so leicht wegtauchen. Oh, neue Waffe. Weil die ist irgendwie gerade leer. Rakete online. Auch verdammt ungenau das Teil, trotz Burst Fire. Dann finden wir was Neues hier. Klar, Junge. Alter Schwede. Wie wär's mit Sekundärwaffe? Oh, Entschuldigung, Jungs. Alter Schwede. Aber besser, ja. So, jetzt geht's wieder ab. Rakete online. Wiederhole. Rakete online. Wir sind fast da. Okay. Los, Jungs. Rakete online, hat er gerade gesagt. Wollen wir da direkt mal die Predator auspacken? Oh ja, das wäre echt ein Nest. Am besten auf den Tank. Alter, was eine Explosion. Krass. Und zu klar, Price. In deine Fresse, Mann. Was denkst du, wo ich hinschieße? Weil du ein Gegner bist. Brauchst auch nicht mit mir reden über Funk und mich verarschen, als wärst du ein Teammate von mir. Das für mich schaut. Ach du Scheiße, überall Feinde. Trotz liebe ich ja immer. Ach du Scheiße, Mann. Hier fliegen überall Granaten. Sorry, Ghost. Rakete online. Ja, so viel ist da ja nicht mehr. Guter Schuss. Das waren mindestens drei Treffer. Ja, danke schön. Granate. Rakete online, go. Auto. Alter, das war echt vor meiner Nase. Auch
so scheiße. Brennendes Auto ist nicht gut. Die fliegen immer gerne hoch. Also der wird ja jetzt gleich sterben. Bleib mal dahinter stehen, Junge. Dann bist du gleich weg. Ach du Scheiße. Aua. Alter, krass. Wow, Alter. Ja, genial. Super, dann denkt man, sie sind alle tot in der Ecke. Und dann hängt da noch einer. Nochmal. Ja, ich weiß nicht, wie die online ist. Aber jetzt kümmern mich erstmal um die scheiß Leute hier. Ja, genial. Hauptsache, das Ding brennt wieder. Mal schneller in die Luft fliegen. Wenig Munition. Wieso habe ich noch wenig Munition? Die hatte ich eben nicht. Was blockst du mich denn, Mann? Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Oh, oh, ach, das Kollege, okay. So. Mach mal von hier mal einen auf. Okay, bin im U-Boot. Deckung geben. Ich brauche ein paar Minuten. Alter Schwede, das war nah. Dankeschön. Oh, eine ACWR, Alter. Lange nicht mitgespielt. Gute Waffe. Habe ich im Multiplayer sehr geliebt, die Knarre. Weil die doch sehr genial ist. Sehr genau vor allem. Aber das ist sie selbst in Battlefield. Also scheint allgemein eine relativ gute Waffe zu sein. Ja, das brauchen wir für den Konvoi, Alter, weil sonst machen die uns hier platt. Ist geflogen, Alter. Was doch mal. Ja, ich würde sagen, haben wir gut aufgeräumt. Alles klar, Spiel gespeichert. Ach du Scheiße, vorne. Da müssen wir passen mit Predator. Ja, gib her, ich brauche eine. Abgeschossen. Ja, das ist natürlich nicht gut, wenn die abgeschossen wurde. Oh, Jungs, wir wissen zum U-Boot irgendwie. Wir müssen echt gucken, dass wir aufs U-Boot kommen, Jungs. Ja, komm halt her, du Lappen! Gut. Ach du Scheiße, und jetzt? Bin ich tot. Super, Jungs, ihr habt ja echt gute Arbeit geleistet. Jetzt kommt mal mit hier, wir müssen echt nochmal, wir müssen echt dahin. Verteidigen soll ich das da oben, okay. Ja gut, ich mache jetzt genau das, was sie von mir wollen. Ziel erfüllt, sehr gut. Ich hab's verteidigt. Und jetzt? Hört irgendwie nicht. Ja, das ist schön. Gut? Wie sehr gut? Was ist daran gut? Was ist denn daran gut? Scheiße, Alter. Aber warum sagt Price gut, Alter? So gut ist das nicht. Hat Price vielleicht einen Verräter? Price ist ein Verräter, Jungs. Ehrlich. Der hat gut gesagt, also hat dagegen nichts gegen gemacht. Hat die einfach starten lassen.